Es kommen viele Feen aus Tür Nummer 15. Sind es dann Space-Feen? Ja, es sind Space-Feen. Ich würde auch den Titel nennen, aber ich kann das nicht lesen. Knife. Ach, da oben steht es auch nochmal. Knife? Okay. Sea of Darkness befindet sich hinter 15. Ja, gucken wir uns einmal kurz. Oh, es gibt ganz verschiedene Tutorials. Okay, Play all. Wir machen es einfach anders, wir starten es einfach. So, wie heißen wir? Astrophe. Das ist wie Katastrophe, nur anders. So. Perfekt. Oh. Soll ich es vorlesen? From stars to stars. Das ist viel zu schnell. Okay, also es geht einfach, hier ist jetzt die Geschichte von diesen Spacefahrern. Und die halten alle ihre rechte Hand hoch. Es ist die rechte. Und winken der Schwarzen. Ja, genau, es ist die rechte. Ja, weil der Daumen links ist. Partei. Also Dedris, macht sich auf in den Weltraum, um ferne Sterne zu bereisen. Wie wir alle wissen, wird er nie überleben, eigentlich. Man muss ja erstmal durch den Asteroidengürtel um unser Sonnensystem durch. Falls, ja doch, da steht ja auch Erde. Also es geht von der Erde tatsächlich aus. So, wenn er das überlebt hat, dann braucht er noch ordentlich Speed mit seinem Raumschiff, denn sonst wird er dann niemals ankommen in seiner Lebenszeit. Ich glaube, das stand da auch eben. Nein. Oh, ich habe meine Fluglizenz bekommen. Cool. Ja, das war ja wohl unverdient. Ah, habe ich gut geflogen? Habe ich gut geflogen? Ich konnte sogar rückwärts einfliegen, ja? In Raumstation. Okay, ja, WASD und Kriddle X. Okay. Das heißt ja, schon. Okay, gut. Ja, danke. Es ist mir schon zu viel Refreshment. Ich habe gar keine Lust, so viel zu lesen. Ja, jetzt wartet doch. Das ist die Steuerung. Okay, also hier. Ich brauche keine Steuerung. Ich weiß, wie das geht. Okay, ich bin schon voll. Brauche nichts mehr. So. Ja, ich glaube auch, das ist voll. Jetzt kann man hier lang fliegen. Guck mal, oh, das sieht voll schön aus. Ich flieg mal zu diesem... Wer findet noch, dass das Hintergrundbild wie ein Penis aussieht? Keiner. Warum sollte das... Wo? Siehst du? Das sieht voll wie ein Penis aus, der oben explodiert. Nein. Es ist so. Also guck mal, jetzt kann man hier zu dem Planeten fliegen. Der ist irgendwie 17.000 entfernt. Oh, warum werde ich jetzt reingezoomt? Was ist denn jetzt passiert? Weil du näher kommst. Okay. Aber ich fliege hier noch weiter. Die Sterne bewegen sich auf jeden Fall. Vielleicht fliegst du auch gar nicht mehr und das ist wirklich nur die Bewegung der Galaxie. Die bewegt sich schnell. Das macht mir Angst. Ja, die bewegt sich ja auch schnell. Lese. Oh, das verbraucht meine Muni. Wir sind gleich bei dem Planeten. Können wir mal gucken, was da so passiert? Was hat denn sich jetzt verbraucht? Die Batterie da? Die lädt sich nämlich wieder auf. In 5 Kilometern. Bitte scharf rechts abbiegen. Ja, die Maßeinheit ist Kilometer. Safe. Wir fliegen doch zu einem anderen Stern. Das kann doch nicht im Leben Kilometer sein. Nie. Ja, okay. Aber ich habe die Erlaubnis zur Landung bekommen. Was? Auf dem Planeten. Ich bin schon in der Einflugschneise. Das sieht man doch. Meinst du, Ja. Ich finde übrigens Planetennamen und Sternennamen so kreativ. Irgendwie... Fliegen wir mal weiter von dem Planeten weg? Und ich möchte doch zu dem... Was? Ich...
Ich will in die andere Richtung. Ich brauche die Steuerung nicht. Hilfe, ich treibe hier wild in der Gegend rum. Hallo, ich... Ja, du musst fliegen. Komm, du hast eine Fluglizenz gemacht. Ja, aber bei Aldi. Nee, keine Ahnung. Ich dachte, das fliegt ja automatisch, wenn ich jetzt Doppelklick drauf mache. Nein, wenn du Steuerung X drückst. Jetzt musst du Tutorial lesen müssen. Ja. Das hast du übersprungen, das stand alles. Ja, aber es war so viel zu lesen. Es sind so viele. Oh, guck mal, der blinkt. Da ist der Planet. Da will ich landen. Hallo. 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 Der Pilot ist leider betrunken. So. Wo willst du auf Land? Sieht aus, als wenn... Ich mag ihn untersuchen. ...sehr viel Prozent Wasser ist. Ja, die Erde hat ja auch nicht. Also jetzt bin ich auf jeden Fall nicht zu schnell. Jetzt möchte ich gerne hier landen. Wie landet man denn jetzt? Mist, ich habe die Steuerung gelesen. Oh, guck mal so. Oh, guck mal. Die haben sogar Straßen. Guck mal, jetzt können wir da so eine Karte kaufen. 5000. Ja. Und hier kann man mit den Leuten reden. Okay, ein Lieutenant und mehrere Zivilisten. Der ist betrunken gewesen. Oh, und dann kann man seine Waffen kaufen und so. Und auch Schilde. Das ist ja cool. Also gibt es Kämpfe. Ja. Oh, hier kann man ein neues Schiff kaufen, guck mal. Schrödinger. Was ist das? Das ist irgendwie so ein Schiff. Ach so. Ob du an Bord bist oder nicht, sieht man erst, wenn du das Schiff aufmachst. Okay. Wir können, ja. Ja, okay. Es gibt einen Job. Dann redet man mit dem Lieutenant, der hat bestimmt eine Mission. Lieutenant, hi. Hallo, Lieutenant. Chessick. I'm Lieutenant. Vom Amanda Shipping Division. Und er möchte was rekrutieren, so. Ja, wir wollen für das Empire arbeiten, so. Schüttelt uns die Hand, wie nett. Okay, jetzt müssen wir irgendeine Cargo-Mission, also wahrscheinlich irgendwas holen. Oh, meine Flying Skills, ja, die sind perfekt. Ich habe gerade einen Führerschein gemacht. So, okay. Und. Ja, vielleicht bist du der nächste Yao Petemov. Ja, klar, ich bin so richtig gut. Ich werde der Beste sein. So. Ich will der aller. Dann nehmen wir die Papiere und Welcome to the Empire News Center. Fresh news from around the Empire. Okay, ich glaube, wir müssen dem jetzt folgen. Dann folgen wir dem mal. So gut wir können. Ich dachte, du fliegst gerade automatisch einfach. Nee, ich folge dem tollen Piloten. Um zu zeigen, dass ich genauso ein toller Pilot bin. Ja. Krass. Ich meine, wenn ich wenigstens wüsste, wo er hin will, dann könnte ich abkürzen. Aber wahrscheinlich fährt fliegt er den direkten Weg. Nehme ich an. Ja. Ich hätte gerne Warp-Geschwindigkeit, dann wäre ich sofort da. Oh, da ist irgendwie so ein Stein oder sowas, guck mal. Sagen. Ach, dann wollen wir hin. Nein. Es ist ein Wurmloch, verdammt. Nein. Hallo! Es ist nicht so ein... Du musst in das Loch. Ja, alle können besser... Ich kann nicht so gut einparken.
Mann. Alter, hat das schon ganz gut gemacht. So. Ja, das Spiel hat aufgegeben. Ach, muss doch nicht drin. Wo ist der? Nein. Keine Ahnung. Da oben ist das X, das gelbe. Folgt dem. Oh, sind die beiden gelbe X. Ist das da? Da blinkt was, weil du es angeklickt hast, ne? Ja. Ja, genau. Verdammt, ich weiß nicht, welcher meiner ist. Wie ist ein Planet? Ich fliege jetzt einfach zu dem Planet. Ja, ist der Planet. Boah, das ist aber hell. Ja. Ist das sicher, dass das Planet ist? Ich lande einfach mal. Sieht aber aus wie ein Stern. Tja, dann wird's heiß. O-Klasse oder so. Hier kann man nicht landen. Na gut. Ja, hätte mich auch gewundert. Hallo! Ich finde übrigens klasse, wie dein Raumschiff immer so an den Sachen, wo es hin soll, einfach so. Ja! Oh, Hilfe, nein, ich bin vorbei. Das nächste Schiff, das kommt, das greife ich einfach mal an, um zu gucken, was passiert. Ich bin überhaupt nicht so schnell. So. Okay. Also es ist ziemlich kalt hier. Hm. Okay. Dann kann man hier mit den Leuten reden. So eine. Oh, die sind alle betrunken. Warte mal, was stand auf seinem Shirt? Irgendwas Jenghild. Ich weiß nicht, wer Jenghild ist. Fragen ihn. Also ich soll nach Dvaret fliegen. Ist da Jenghild? Hm, keine Ahnung. Okay, ich weiß leider echt nicht, wo mein Freund hin ist. Er hat hier auch nicht gewartet oder so. Aber ich greife jetzt den an. Oh! Okay, der möchte mich jetzt verhindern. Es ist ein Bounty Hunter, verdammt. Oh. Wow. War sehr viel durchgegangen. Oh Mann, aber ich bin wieder auf dem Planeten hier. Guck. Oh. Der Imperator sieht alles. Gut, hier ist einfach ja. Nichts. Ich fliege einfach immer weiter in eine Richtung. Irgendwann wird was kommen. Oder ich komme am Anfang wieder raus. Weiß ja nicht, ob man hier im Kreis fliegen kann, wenn man geradeaus fliegt. Der erste Mensch, der das Universum umflogen hat, weil er keinen Plan hatte, wie man fliegt. Oh. Ich kann geradeaus fliegen, guck. Ja, das stimmt. Und so nach rechts und links ein bisschen. Ich kann leider auch nicht gucken, ob hier irgendwann demnächst mal was kommt. Ich würde auch gerne rauszoomen. Ah, hier gibt es einfach nur die zwei Sachen. Autonavi. Boah, guck mal. Bin ich gut. Guck mal, wie toll ich fliegen kann, sogar freihändig. Ja, guck mal, das ist der Stern, wo du eben warst. Oh. Ja. Du hast das System wieder gewechselt, ne? Tja. Also du fliegst jetzt wieder zurück. Ich flieg zu meiner Heimat. Du hast aber einen Auftrag. Ja, aber der hat nicht auf mich gewartet. Soll ihn alleine machen. Wow. Okay. Man kann ja auch versuchen, Planeten finden. Erde. Nein, nicht. Erstmal heißt das Earth. Der ist tot. Den gibt es nicht mehr. Ich bin hier so einsam. Ich glaube, man ist sehr einsam. Na komm, wir fliegen zu M1.
die Planeten werden da angezeigt. Gut. Mhm. Oh, cool, das sieht doch gut aus. Ich habe Autonavi rausgefunden. Na, ah, ich glaube, das sind Sonnen. Ich glaube auch, dass das Sterne sind, ja. Da wollte ich eigentlich hin. Hallo? Andersrum. Ich glaube auch, dass du dein Führer über all die. Nein! Oh. Komm schon. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh Gott. Oh, ja, ja, wird sie landen? Ja, krass, man darf gespannt bleiben. Boah, wow, und schon wieder vorbei. Als ob du schon mal. Aber es ist auch erst das dritte Mal passiert. Warum war's besser, ey? Ha, das ist die Erde. Achso. Die flache. Boah, Angeber! Ja, guck mal. Ja, wie soll ich das denn? Ja, da kannst du mal ein Beispiel dran nehmen. Du wirst immer schneller wieder. Ich bin noch langsam, komm, nimm mich! Oh Mann! Nimm mich! Warte, ich mach's ganz langsam jetzt. Ja. Boah, diese Angeber, ne? Ich bin ganz langsam. Komm. Komm schon! Ach. So. Boah, die haben richtig Gras auf ihre Station hier. Alles zum Selbstkonsumieren natürlich. Guck mal, ein zurückgelegter Mann. Ein zurückgelegter Mann, ja, genau das heißt. Die relaxen alle, guck mal. Er sitzt hier und guckt woanders hin. Da, die wollen alle was über Jeng Hilt. Das könnte sehr cool sein, aber sich da intensiv reinzuspielen, dauert zu lange. Ja. Finde ich. Also, das scheint ja richtig komplex zu sein, etc. Man muss Missionen machen, man muss rumfahren. So ein bisschen wie EVE Online, denke ich. Nur mit einer komplizierten Steuerung noch dabei und das Tutorial dauert eine Stunde. Also, das alles zu machen ist irgendwie jetzt zu langatmig, finde ich. Für ein Spiel. So, ja, die am Anfang alle möglichen Steuerungen rauszuhauen, finde ich auch ein bisschen krass. Das hätte ich peu à peu eingeführt und ein kurzes Tutorial gemacht. Ja. Im Game drin. Also jetzt ja, fliegt die Raumstation an, indem du das machst, werd langsamer mit der Taste. So die Basics so beibringen, macht eigentlich immer viel Sinn. Mm, ja, das sehe ich eben auch so. Also mir ist es viel zu kompliziert, alle Tasten auf einmal zu merken. Besonders, weil man hier auch nicht in Optionen irgendwie die Tasten nochmal nachschauen könnte. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten ist es natürlich grafisch okay. Es ist ganz süß gestaltet. Es ist alles sehr... Ja, es gibt einem wirklich so ein Feeling, dass man im Universum rumfliegt. Ich meine, man kann hier auch sehr viel erforschen und auch mit allen Leuten reden. Und das ist eigentlich ganz nett. Aber es ist mir einfach zu komplex, das alles zu erfassen. Besonders in so einem kurzen Let's Play hat man überhaupt keine Zeit dazu. Ja. Aber es ist eine sehr schöne Idee. Warum würde ich dafür 5 Zapfen geben? Ich gebe dem Spiel 2,5. Weil, okay, es ist jetzt nicht so wirklich actionreich, weil eben sehr lange nichts passiert, aber das ist natürlich im Universum auch so, dass da sehr lange nichts passiert. Ich meine, die Planeten stehen natürlich nicht dicht an dicht. Für Leute, die Weltraumspiele mögen, ist das bestimmt ziemlich cool. Besonders, weil es auch kein Pay-to-Win ist. Also man kann da nichts kaufen. Man kann nur spielen und besser werden. Durch Zeit, die man investiert. Vielleicht kann man dann irgendwann mal auf einem Planeten landen. Am ersten Anfang. Ja, ich denke, die Bots können das alle. Das sind ein bisschen angeberisch. Dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.
Ich will jetzt wissen, was da drauf ist. Ich bin noch langsam genug, oder? Komm, ich stehe fast. Ich kann da nicht landen. Tut mir leid.